Dafür haben wir jetzt ausreichend gerastet. Hoffe ich zumindest. Gucken wir mal. Tutorial legendäre Mission. Achtung, wenn ihr mit Arvin Merten sprecht, müsst ihr die Mission abschließen. Ansonsten gilt diese endgültig als fehlgeschlagen. Okay. Da ist er auch schon. Da können wir noch mal rasten. Müssen wir rasten? Nein, wir müssen nicht rasten. See? I told you I'd be here. What have you been doing? Catching up with wildlife. It used to be my thing. Camping in the Badlands? Really? Yep. Shadow Tamer, they called me. Fine, Shadow Tamer. Where's the temple? Behind the mist. Hinter dem Nebel. Sehr mystisch, okay. Durchschreite den Nebel, dann machen wir das doch. Hier wahrscheinlich, oder? Findet aus dem Nebel heraus. Öffne die Karte, okay. Klippen, ja. Und wir sollen dahinter marschieren. Ist klar. Haben wir doch bestimmt gleich angegriffen. Spinnen oder irgendwas. Also hier geht's schon mal nicht weiter, oder? Geht's da hoch? Doch, da hoch geht's. Okay. Und hier geht's da weiter, schätze ich mal. Ich komme hier immer weiter hoch. Nicht nach unten. Ich dachte eigentlich, wir kommen hier runter. Aber stattdessen kommen wir immer weiter hoch. Interessanterweise. Wo sind wir denn jetzt? Ich habe uns verloren da. Aha, ein gepflasterter Weg. Da ist der Tempel. We're through the mist. Don't get too cocky. This is where my friends died last time. Hier schon. Was haben die denn da gemacht, bitteschön? Betretet den Tempel. Also er meint wahrscheinlich im Tempel, nicht hier an der Stelle. Wir gehen einfach mal rein. Das werden wir schon hinkriegen. Oh, schaut mal. Käfer. Eiferer. Eiferer. Interessant. Vier Stück. Ich sehe nur drei. Der vierte ist hinter uns wahrscheinlich, oder? Nö. Nein, der wird sich schon noch offenbaren. Gut, diesmal fängt Krea an. Ich würde fast sagen, was haben wir denn hier? Verdrehter Geist. Macht sie kampfunfähig. Das ist schön. Verlangsamen könnten wir machen, aber das würde leider nur einen Käfer treffen. Das ist also nicht so gut. Der Feuerball, glaube ich, der ist auch nicht so gut im Moment. Nein, auch der würde nur einen treffen. Schwaches Elementar beschwören, mächtige Unsichtbarkeit. Ich glaube, wir machen einfach den Feuerpfeil. Ganz einfach. Ich will mir die. Ja, sehr gut, mit 14, sehr gut. Ich will mir nämlich die, die Zauber mal so ein bisschen vorhalten. Machen wieder die Waffe des Glaubens. Vielleicht hier hin. Dann können wir nämlich auch gleich angreifen, ne? Genau. Wunderbar. Und dann kannst du auch noch schießen auf den. Und trifft sogar diesmal. Sehr schön. So, der spuckt. Ah, der vergräbt sich. Und kommt hier wieder raus. Aha, 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 aha. Und greift Krea an, das ist schlecht. Wir versuchen uns mal zu wehren, zu schützen. Ah, der gräbt sich auch ein. Ah, schlecht. Auch gegen Krea. Geht auch gegen Krea. Trifft aber nicht. Gut, dann werden wir doch jetzt mal hier zuschlagen. Sehr gut. Wir versuchen den mal gleich zu erledigen hier. Den wir Tatendrang einsetzen. Haben wir einen Käfer weniger. Wenn wir es schaffen.
Ach, Mist. Okay, Ebonit. Machst du mal hier den Schlechter drauf, bitte. Das Problem ist, dass er jetzt hier eigentlich zu nah dran steht für einen guten Angriff. Ja. Und hier kriegt er einen Passierschlag mit. Ihr könnt höchstens spurten. Ihr könnt spurten nach dort. Ja, das ist eine gute Idee. Wir spurten nach dort. Kriegt trotzdem Gelegenheitsangriff. Ich dachte, beim Spurten kann man keinen kriegen. Ja, das war... Oh, 40? 40? Ja, da oben sind wir aber, glaube ich, gut geschützt gegen die Käfer. Ja, der kommt trotzdem zu Ebonit. Der kann aber auch ausweichen. Das ist gut. So, wer ist jetzt dran? Merten ist dran. Wir haben einmal Langbogen, wir haben einmal Schwert und dann nochmal ein Schwert oder sowas. Dann gehst du mal hier hin, bitte. Der schreitet langsam, okay. Und machst dann hier mal deinen Schwertangriff. Das war gut. 20, sehr schön. Nochmal 9 und dann nochmal den Bonusangriff, bitte. Dann haben wir die leider noch nicht aus dem Spiel raus, aber Kriya ist ja jetzt dran. Und Kriya, du müsstest doch jetzt eigentlich, nee, nicht vorbereiten, du müsstest doch jetzt eigentlich den Feuerball hier machen können, oder? Auf beide. Na, das ist blöd. Das ist blöd. Verlangsamen könnten wir machen. Das würde sogar den noch mitnehmen. Ach, schaut mal, bei Ionis sind die anderen beiden. Machen wir mal verlangsamen hier. Sehr gut, zwei sind verlangsamt. Der dritte leider war nicht dabei, aber egal. Arcana Schock. Ab Stufe 10 kannst du deine Bonusaktion verwenden, um Arcana Schock auszulösen. Dabei führst du zuerst einen Konstitutionsrettungswurf gegen 14 aus und nimmst bei einem Misserfolg 2W6 psychischen Schaden. Zum Ende deines Zuges wirst du festgesetzt, du würfelst aber für alle deine Zauber mindestens einen durchschnittlichen Würfelwert. Du kannst diese Kraft so oft einsetzen, wie es deinem Übungsbonus entspricht. Danach musst du eine lange Rast einlegen, um diese Verwendung aufzuladen. Du kannst 4-mal machen. Und Arcana Zorn. Na gut. Mache ich jetzt erstmal nicht. Die Waffe des Glaubens muss hierher. Wir müssen den hier erledigen. Wir müssen den hier einfach erledigen. Na, leider nicht getroffen. So, jetzt sind die. Ach, der ist jetzt dran und der greift Aduana an. Wir können aber auch heilige Vergeltung machen. Das ist doch schön. Oh, 2x16. 2x16, glaube ich, hat sie abbekommen. 12 für Kriya. Aber jetzt erledigen wir ihn. Komm. Benruk, enttäusch mich nicht. Sehr gut. Einmal noch treffen, Benruk. Einmal noch treffen, dann haben wir einen rausgenommen aus dem Kampf. Nein, verdammt. Richtig, richtig schlecht. Kannst du den wenigstens vernünftig beschießen? Ich hoffe es. Ah, Ebonit, du musst ihn treffen und töten. Na, verdammt. Verdammig. So, dafür wird jetzt Ebonit. Eieieiei, der hat nicht mehr viele Lebenspunkte, Ebonit. Blitz auch noch. Sehr gut, da haben wir den erledigt. Dann versuchen wir den hier zu erledigen. Na, 7 war jetzt nicht so toll. Na gut. So, dann ist Kriya dran. Und Kriya, du kannst doch da hinten vielleicht mal einen Feuerball wirken, oder? Ohne Ebonit zu treffen. Geht das? So, ja. Oh, 39 und 19. Das war ziemlich gut. Okay. Dann hast du die Waffe des Glaubens. Bitte hier angreifen. Und kannst dann die Stiefel der Levitation einsetzen. So. Gegen Kriya. Ja, sie kann den Zauber. Und du
Du hast einen Gelegenheitsangriff. Sehr gut, sehr gut. Well struck. Ach, der verschwindet. Der geht auch zu Ebonit, weil er denkt, er kann Ebonit töten, denke ich mal. Oder er möchte gern Ebonit töten. Aber Ebonit kann sich noch heilen. Ach, verdammt. Reicht einfach aus. Jetzt, das war doch ordentlich. So, wir müssen tatsächlich jetzt mal uns heilen. Was haben wir denn? Ach, wir könnten auch noch ein Tier beschwören. Wir haben noch nur 14 Lebenspunkte. Das reicht nicht. Wir müssen uns heilen. Wunden heilen. Heile Beberührung, ein Verbündeten. Machen wir mal das hier auf Stufe 3. Und zwar uns selbst. Ja, nur 12 leider. Das ist echt mickrig. Dann kriegen wir doch hier locker mehr Punkte. Ja, Ebonit ist gleich tot. Ja, und zwar jetzt. Das ist immer das Problem hier bei diesen Kämpfen. Dass wenn es jemandem schlecht geht, er sich irgendwie dann nicht wieder rauskämpfen kann. Gut, also eigentlich möchte ich gerne den hier erledigen. Können wir zu dem ohne... Ja, laufen wir mal zu dem. Versuchen den hier zu erledigen. Dann haben wir nämlich einen weniger. Das war richtig gut. Ja, wunderbar. Und jetzt nochmal so. Ach, Mist. Gut, aber Kriya ist als nächstes dran. Und ich denke mal, sie schafft es. Ebonit ist ja leider eh schon tot. Wenn wir ihm jetzt noch mehr Schadenspunkte zufügen, passiert nichts, glaube ich, oder? Wir können aber auch einfach hier den hier mal machen. In der Hoffnung, dass wir den töten können. Ach, Mist. Nicht ganz getötet. Aber fast, okay. So, Waffe des Glaubens auf den hier. Das war schlecht. Und dann schießt du bitte auf den und da hoffen, dass du triffst. Ach, Mist. Okay. Jetzt ist er nochmal dran, verdammt. Er wird aber... Ach, er greift Benno an. Okay. 16 Schadenspunkte und Benno kann jetzt loslegen und sich revanchieren. Komm, Benno. Sehr gut, den haben wir auch. Und dann versuchen wir, den hier zu erledigen. Okay, dann sind zweimal die Käfer dran. Der kräft sich einmal schnell, geht er zu Kriya. Nee, zu Merten. Interessanterweise, beziehungsweise zu Benruk. Benruk kann aber ausweichen. Gut, dann ist der andere Käfer dran. Der geht zu Kriya, oder? Nee, auch zu Benruk. Benruk kann ausweichen. Sehr gut. Ich möchte eigentlich den hier angreifen. Geht das? Ich glaube schon, ja. Wir müssen jetzt mal einen aus dem Kampf rausnehmen. Sehr gut. Ah, der ist fast erledigt. Das war richtig gut. Okay, der ist wirklich fast erledigt. Das müsste Kriya eigentlich hinbekommen. Und dann haben wir nur noch einen Gegner. Ja, sehr gut. Wunderbar. Vielleicht kannst du mal zu Ebonit gehen und den heilen, oder? Ne, da kriegen wir einmal einen Passierschlag. Wir haben aber noch diesen Nebelschritt. Warum können wir den eigentlich nie benutzen? Verstehe ich nicht. Alt gedrückt halten. Teleportieren. Bonusaktion. Aber wahrscheinlich, weil wir keine Bonusaktion mehr haben. Gut, Waffe des Glaubens. Hier angreifen. Das war ordentlich. Und dann, ich weiß nicht, könnten zu Ebonit... Können wir den heilen irgendwie? Ja, wir können ihn heilen. Er ist nicht mehr sterben, der ist nur noch bewusstlos. Sehr gut. Und du greifst hier an. Das war sehr gut. Und nochmal. Sehr schön. Gut. Ebonit schläft. Das ist bewusstlos. Steht hier irgendwas von Ebonit? Ebonit ist bewusstlos. Da steht sonst nichts. Gut, du greifst mal an. Herr Merton. Und nochmal ein Bonusangriff. Sehr gut.
Ja, Kriya, kannst du hier irgendwas heilen? Nein, kannst du nicht. Dann würde ich sagen, wir machen hier wieder so einen normalen Angriff. Ich hoffe, wir können uns danach heilen. Wir haben die Möglichkeit, einen langen Rast einzulegen, hoffentlich. Das wäre schon gut. Wir können zurückmarschieren. Ja, da war ja die Möglichkeit, eine lange Rast. Moment, halt. Können wir hier heilen? Können wir heilen? Wir haben doch hier Flammenschlag, Gutes und Böses bannen, Monster festhalten. Verschonung der Toten. Hier, Wunden heilen. Genau, Wunden heilen auf Stufe 5 auf Ibonit. Geht das? Wir können ihn nicht erreichen. Das ist das Problem. Und wir können auch nicht darüber, weil wir ja schweben. Das ist ein bisschen das Problem. Okay, dann werde ich einen anderen Zauber wirken. Welchen haben wir denn noch? Monster festhalten, Gutes und Böses bannen, vielleicht irgendwas Billiges. Heilige Flamme, genau. Komm, Heilige Flamme. Zack. Ja, immerhin 13 gleisenden Schaden. Das ist doch eigentlich gut. Das ist besser als Schießen. Sie sollte das immer nur noch so machen. Weil das mit dem Schießen bringt uns nicht weiter. Ah, sehr gut, tot. Sehr gut. 2900 Punkte, das ist doch mal ordentlich. We did it. Yeah, we did. There's still the big one. In there. Ja, und ich hoffe, sure. wir können vorher rasten. This is weird. I don't recognize any of these symbols. Ah, ein Rätsel. Was that really a lost god? I think I know what this was. A temple of Arivad. Einar, protect us. Isn't that one of the names of the Sorak god? Not before the cataclysm. Arivad was fierce and just on Tiamar, a god of inquisitors. Before he was corrupted, his good side became Einar. His bad side was absorbed by Sortar, and they became one. The name of Arivad is cursed. This place is evil. This is just stone, transported here from Tiamar. Whatever took place within these walls happened a millennium ago. Such evil never fully disappears. Well then, let's clean the place up. Huh, okay. Aber vorher können wir doch rasten, oder? Ich schau mal auf die Karte. Ah, hier kann man rasten. Sehr gut. Ah ja, wir müssen auch Ibonit herstellen. Zauber wirken. Heilendes Wort, genau. Heilendes Wort auf der höchsten Stufe, weil wir rasten jetzt eh. Machen eh gleich eine lange Rast. Sehr gut. Ali, hierher bitte. Aluana ist bewegungsunfähig. Ach, Aluana ist immer noch in der Konzentration. So, jetzt aber. Gut, dann bitte alle rasten. Ja. Proviant haben wir genug. Da brauchen wir nicht sparen. Ja, passt. Und dann müssten wir hier dieses Rätsel lösen. Pass mal auf. Hier sind ja auch diese Steine. Ne? Da sind die Bäume. Hier sind so Steine. Wir müssen zuerst, ich glaube, wir müssen es einfach von links nach rechts durchgehen, schätze ich mal. Also wir müssen erst die vier Ecken belegen. Das ist das Erste. Das ist das hier. Passiert schon mal nichts. Dann als nächstes diese Schiefe hier. Ja, das kann aber auch nicht sein, oder? Oder, ich glaube, das soll das hier heißen. Pass mal auf, machen wir so. Nee, du gehst dahin, ist schon richtig. Und du gehst dahin. Das soll das hier, glaube ich, sein, oder? Auch noch nicht. Dann so. Auch nicht. Also ich dachte, das hier wäre das hier. Das hier wäre das hier. Aber das stimmt wohl nicht. Kein Weg zum Zielort, ja. Hm. Das ist ein bisschen möglich. Löst das Rätsel. Ja, danke schön. Die Tempeltür ist verschlossen und es scheint, als müsstet ihr ein Rätsel lösen. Die Schriften auf den Tempelwänden könnten euch Hinweise geben. Ja, das habe ich schon verstanden.
Vielleicht müssen wir auch von dort aus anfangen. Ah, wir müssen hier, wir müssen das hier drücken. Drück das mal. Der Krieg der Götter. Wir haben den Krieg der Götter bekommen, oder? Er hält einen Gegenstand. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Hier, der Krieg der Götter. Wo hast du das? Da. Ah nee, das ist einfach nur ein Artefakt, das wir abgeben können. Hm. Merkwürdig.